Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Webinar von Louis Bellet. Äh, vorerst der letzte Webinar vor unseren Sommerferien. Äh, heute möchte ich mit Ihnen über das Formpolygonieren, also eine Lösung für Sondergewinde sprechen. Ähm, wie gesagt, heute haben wir einen speziellen Webinar über diese Sonderlösungen für die Gewindeherstellung. Und ähm, ja, dieses Mal ist das äh, einzige Mal, wo wir keine Umfrage starten werden. Sie können aber jedoch Ihre Fragen äh, in der Kommentarleiste einfügen und ich werde sie am Schluss von diesem Webinar versuchen zu beantworten. Dann kommen wir hier äh, zu unserem Werkstück welches äh, wir aus der Dentalindustrie oder der Medizinaltechnik gut kennen. Wir sehen hier ein Gewinde mit äh, einer speziellen Steigung und die, auch die Flanke, welches zu Beginn hier konisch ist und dann schlussendlich auf einen Zylinder endet. Und wie man sieht, ist oft der Übergang hier die Problematik. Also zum So ein, äh, ich lasse es noch laufen, damit man sieht, dass es wirklich ein Gewinde ist mit seiner Steigung. Um solche ähm, Gewinde herzustellen, kennt man schon äh, einige Verfahren, wie zum Beispiel das Gewindewirbeln ganz oben mit einem Formgewindewirbler oder klassisch das Strählen mit einer Strählplatte eine Wendeplatte oder auch ähm, mit speziellen Werkzeugen hier äh, eine Lösung von Utilis, welches wir oft in der Medizinaltechnik antreffen. Jedoch braucht es für all diese Lösungen oftmals sehr viel Programmieraufwand, vor allem wenn man auch einen Konus und einen Zylinder hat oder ein konisches Gewinde, um diese Steigung und um diese Flanken zu erreichen. Daher hat Louis Belle sich etwas überlegt und ich hole da etwas zurück. Wir haben ja das mit dem Polygonieren bereits schon einmal in diesem Webinar vorgestellt. Ich möchte das nur noch rekapitulieren. Also das kennt man, das ist eine Schraube, eine kurze Schraube, sage ich jetzt einmal. Klassisch aus der uhrenindustrie auch daher äh, das Polygonieren. Wenn man hier sieht, hat man äh, die, das Gewindeprofil und auf dem Fräser mit Durchmesser 40 oder 45 Standard bei uns, äh, also einen großen Fräser für eine kleine Schraube, hier im Beispiel M1, haben wir äh, eine einfache Methode, eine bewährte Methode, um dieses Gewinde zu fertigen. Hier die Simulation. Also Sie sehen. Der Fräser hat eine Eintauchoperation und das Profil, also das Gegenstück der Schraube wird äh, auf dem Fräser äh, geschliffen und der schneidet dann das Gewinde auf äh, der Schraube. Man sieht hier schön an der Animation äh, die Steigung, also wie sich die Schraube bewegt und der Fräser ebenfalls auch. Also man hat einen Gewinde-Einlauf und -auslauf. So, jetzt wieder zurück zu unserer Problemstellung. Wir hatten doch die. Klassische Schraube mit einem Konus vorne, der, welches auf einen Zylinder zurückkommt, äh, äh, einen Übergang hat. Man hat sich bei Louis Belle Gedanken gemacht, kann man das, was wir hier vom polygonieren Standard kennt, auch auf einen äh, nicht Gewinde äh, bringen, vor allem auch mit äh, ja, einem Konus vorne dran. Und daher haben wir die Simulation äh, machen lassen, also war, das ist ein reelles Werkstück und man hat halt ähnlich wie beim, äh, also genau identisch wie beim äh, Polygonieren, haben wir die Form des Gewinnes genommen, inklusive die Erhöhung oder die Zahntiefe, welche dann dein Konus erstellt. Und hat das Gegenstück auf, auf dem Fräser sozusagen gezeichnet und äh, dann haben wir das simuliert. Und wenn man sieht, wie die Schraube sich dann dreht, ist es ähnlich wie beim Polygonieren. Man sieht, die Steigung wird gemacht und der Fräser läuft mit, also es hat ein Gewinde Einlauf und Auslauf. Somit, ähm, das war die Theorie. Also die Theorie hat wunderbar gut funktioniert. Jetzt, wie sieht es aus in der Praxis? Somit haben wir uns mal ja theoretisch äh, sehr gut. Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Eben, wie sieht das in der Praxis aus? Entschuldigung. So, jetzt habe ich es wieder. In der Praxis wollten wir natürlich diese Fräser herstellen und um zu schauen, ob überhaupt der Herstellungsprozess äh, möglich ist. Das Ziel von diesem Werkzeug ist es ja, diesen ganzen Programmieraufwand zu minimieren. Das heißt, man hat hier diesen ganzen Programmieraufwand und man wollte diese ganzen Informationen eigentlich in den Fräser einbringen. Somit haben wir mit diesem Know-how zwei Fräser hergestellt. Einmal mit Z36, welches Sie oben sehen, und einmal mit Z34, welches Sie unten sehen. Nun denn, jetzt haben wir die Werkzeuge. Jetzt, wie sieht es aus mit der Maschine? Funktioniert es auf jeder Maschine? Das haben wir uns äh, auch überlegt und haben uns äh, bei zwei von unseren Partnern oder ja, Maschinenherstellern ähm, äh, Genähert und bei Ihnen informiert, ob das interessant wäre. Und dabei haben wir Versuche, wie Sie oben äh, sehen können, bei Tornus, also bei Swiss auf einer Swiss Nano 7 weil wir uns gedacht haben, vor allem kleine Werkzeuge, Drehmaschine ähm, ja, sollten kleine Schrauben eigentlich äh, ja, herstellen können. Und das zum Gegenstück eine größere Maschine von Bumotek, die S191, wo wir dann auch die gleichen Versuche mitgestaltet äh, haben, einfach auf einer größeren, auf einem Bearbeitungszentrum, die etwas äh, mehr Kraft hat, sage ich jetzt einmal als auf einer Langdrehmaschine zum Beispiel und auch ja, etwas stabiler ist, sage ich jetzt einmal. So, wie sieht das jetzt aus, wenn das auf der Maschine ist? Hier habe ich ein kleines Video, wir haben das äh, natürlich äh, auf äh, Messing aufnehmen müssen, da wir ja keine, also hier können wir trocken arbeiten ohne Ölschmierung oder äh, Kühlung. Äh, bei Titan möchte ich Ihnen das nicht raten, daher hier ein Werkstück in Titan, äh, in Messing mit Blei, wo wir aber die Schnittparameter vom Titan äh, Grade 5 übernommen haben. Also hier haben wir 750 Umdrehungen für das Werkstück und 750 Umdrehungen für das Werkzeug. und Sie sehen, ähm, es wird eigentlich eine Eintauchoperation gemacht auf die Gewindetiefe auf die gewünschte Gewindetiefe und das Profil des Gewindes wird automatisch inklusive auch ähm, des ähm, Konus vorne dran fertig, äh, fertig gefräst oder polygoniert. Auch hier wichtig zu wissen ist, der Durchmesser, der vorher gedreht wurde, kann auf Endmaß gedreht werden. Oder man kann auch einen oder zwei Hundertstel Aufmaß lassen. Der Fräser würde das dann ähm, ja, fertig fräsen, jedoch einfach äh, im Hinterkopf zu haben, dass vielleicht die Standzeit dann nicht so wie gewünscht ist. Was auch sehr wichtig zu erwähnen ist, ist der Vorschub. Hier ist er auf F7 äh, und äh, für den letzten Gang, den wir leicht sehen, ist es dann auf F0,5 reduziert worden. Sonst Genau gleiches Vorgehen wie beim Polygonieren. Ich habe das jetzt äh, vielleicht nicht äh, gut erwähnt. Ich möchte das noch kurz erwähnen. Also es ist eine Einstechoperation, äh, welche Sie einfach in einer Richtung Ihrer Achse einstechen auf die Gewindetiefe und die Dreh. Richtungen sind äh, ebenfalls gleich, wie Sie sehen, und die Drehzahl. Also, das Wichtigste ist ja, dass Sie, wenn Sie mit einer Umdrehung des Werkstückes, muss das Werkzeug ebenfalls eine Umdrehung machen, damit wir das komplette Profil erhalten. So, dann, wie sieht es aus mit den Resultaten? Die Ergebnisse liegen hier vor. Sie sehen hier, Oben links äh, die Schraube welche mit äh, der Swiss Nano und äh, dabei hat äh, das beste Werkzeug, äh, hat da funktioniert der mit Z Z Z36. Also wir haben immer beide Werkzeuge eingesetzt, beide in Titan Grade 4 und da bei äh, der Swiss Nano 7 hat das Werkzeug mit 36 Zähnen die besseren Resultate geliefert. Das andere hat auch funktioniert, aber äh, hinsichtlich Oberfläche und Gratbildung, wie man das hier auf dem Bild sehen kann, ist es wirklich hervorragend herausgekommen. Dabei weiter bei Pumotec S191 hat das Werkzeug mit 84 Zähnen am besten funktioniert. Auch hier im Bild zu sehen, keine Gratbildung, Top-Oberfläche. Und jetzt fragt sich ja auch, wie sieht das dann mit dem Profil aus? Hat das funktioniert, wie wir uns das gedacht haben? Hierfür sehen Sie hier äh, eine visuelle äh, Messmethode. Wir haben die Schraube äh, unter einem Mikroskop genommen und dies vergrößert, wie Sie wahrscheinlich auch kennen werden, und haben das DXF, welches wir erhalten haben, um den Fräser zu herstellen, darauf gelegt. Und wie Sie sehen, haben wir leicht kleine Abweichungen, aber das ist wirklich im Bereich. Also wir, reden, wir sprechen hier von 1-2 μ. Also wir sind wirklich sehr perfekt in der Form, wenn Sie das hier auf Ihrem Bildschirm sehen können. Auch der Übergang vom Konus auf die zylindrische Form, wie man hier das eindeutig sehen kann, stimmt praktisch perfekt mit dem DXF überein. Somit ja, die Gewindeherstellung mittels Formpolygonieren. Das Formpolygonieren habe ich, ja, dieses Wort habe ich eigentlich vom Französischen übernommen. Im Deutschen habe ich in der Fachliteratur nichts gefunden, welches diese Operation beschreibt. Somit ist das ein Louis-Bellet-Wort, sage ich es jetzt einmal. Also, herstellung mittels Formpolygonieren. Was bringt das für Vorteile? Also, einfaches Einrichten. Wie Sie gesehen haben, haben wir viel weniger Programmieraufwand. Und zudem ist das Programmieren dieses Fräses sehr einfach. Auch das Einrichten des Werkzeuges ist eigentlich relativ einfach. Das äh, sollte ohne weiteres funktionieren. Aber auch hier sauberes Arbeiten äh, ist äh, sehr erwünscht. Also Planlauf und Rundlauf unbedingt messen. Dann die Produktionszeit. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, als Sie das Video gesehen haben. Also die Produktionszeit, wenn man das vergleicht zu den anderen Methoden, die ich Ihnen ganz am Anfang von äh, dem Webinar vorgestellt habe, also das äh, Gewinde wirbeln mittels äh, Formgewinde oder das Strählen, da hat man wirklich sehr hohe... Sage ich jetzt einmal Wiederholungszyklus, um so ein Resultat zu erreichen. Diese Schrauben wurden unter 10 Sekunden, wie Sie das auch im Video gesehen haben, unter 10 Sekunden hergestellt und die Resultate habe ich Ihnen auch schon vorgestellt. Also man hat wirklich ähm, ja, eine sehr, sehr schnelle Zykluszeit, wobei die Qualität nicht darunter leidet. Auch ein weiterer Vorteil, den ich jetzt noch persönlich erwähnen möchte, ist die Standzeit. Da wir ja mit diesem Fräser wirklich viele Zähne haben, also das heißt, wenn ein Zahn mal etwas verschlissen ist, dann ist der Fräser noch nicht vorbei. Nicht wie klassisch wie bei einer Wendeplatte oder bei einem Formgewindewirbel, sondern da können Sie weiter arbeiten. Also die hohe Zähnezahl auf solchen Zili äh, zirkularen Fräser äh, bringt eine Erhöhung der Standzeit. Dann, es öffnet natürlich die Tür für andere Möglichkeiten. Also wir haben uns da natürlich auf eine medizintechnische äh, Schraube, also die wirklich äh, eingesetzt wird, auf ein richtiges Profil konzentriert, um die Machbarkeit natürlich zu überprüfen. Aber man könnte sich zum Beispiel auch ein konisches oder kegelförmiges Gewinde vorstellen. Ebenfalls auch möglich, auch hier würden wir natürlich den Fräser mit dem Gegenstück. Also, wenn wir das DXF haben oder sie uns sagen, welche metrischen Norm sie da verwenden, werden wir das Gegenstück hierzu erstellen und auch dabei wird es nur eine Eintachoperation sein. Man könnte sich aber auch eine Schraube mit Gewinn mit variabler Steigung, hier haben wir etwas übertrieben, also die Steigung hier hinten ist, glaube ich, bei 1,2 und endet bei 0,6. Also dies ist auch möglich, egal was für eine Steigungsänderung Sie auf Ihrem Gewinde haben. Wir können eben wie gesagt, dass Sie, also wenn wir das Profil von Ihnen haben oder die Steigungsänderung, können wir den Fräser, das Gegenstück sozusagen äh, äh, schleifen und herstellen. Das ist vielleicht ähm, etwas äh, ja, äh, weit rausgeholt, aber ein Exzenter mit dieser Technologie ist auch... Machbar. Also, das haben wir auch ebenfalls äh, überprüft, haben zwar noch keinen konkreten Fall, aber so einen Exzenter wäre ebenfalls ohne weiteres. Also wenn er schon Exzenter hergestellt hat, der weiß wie mühsam das sein kann. Auf jeden Fall, da würden wir ebenfalls genau das gleiche wie bei den anderen, wie ich das erwähnt habe: das Gegenstück auf dem Fräser schleifen. Und mit dieser Eintachoperation würden sie dann diesen Exzenter erhalten. Ja, dann äh hoffe ich, dass ich da nicht allzu schnell war ähm, und dass ich Ihnen die Informationen äh, deutlich ähm, rüberbringen konnte. Falls Sie Fragen haben, haben Sie jetzt die Gelegenheit. Sie können sich aber auch gerne äh, direkt an mich wenden. Hier finden Sie meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse und meine direkte Telefonnummer. Und natürlich, wenn Sie Interesse an dieser Technologie haben, auch für Ihre Anwendung, dann zögern Sie nicht, eine Anfrage oder sich bei mir oder bei meinen Kollegen zu informieren. Somit würde ich dann äh, langsam zu der Fragestellung kommen. Anscheinend habe ich das, äh, wie mein Kollege auch, sehr gut erklärt, dass es momentan keine Fragen hat. Also ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wie gesagt, es ist eigentlich eine sehr einfache äh, Handhabung dieser Technologie, die aber sehr viel bringen kann, was Zykluszeit etc. betrifft. Also da ist jetzt etwas reingekommen, eine Sekunde, aber ist keine Frage. Ah, jetzt funktioniert das auch auf einer Citizen-Maschine. Natürlich. Also, ähm, man ist natürlich irgendwann mal, äh, was die Drehmaschine zum Beispiel betrifft, äh, Langdrehautomaten, ist man irgendwann limitiert von der Größe des Fräses, oder? Das heißt, äh, vielleicht hat man den Platz für einen 45er-Durchmesser oder 40er-Durchmesser-Fräser nicht. Aber das ist kein Problem. Man würde den Fräs natürlich kleiner machen. Man hätte etwas weniger äh, Zähne. Also, das heißt auch etwas weniger Standzeit. Aber im Grunde genommen ist da auch ähm, eben bewiesen worden, dass dass wir, egal ob Bearbeitungszentrum, Fräsmaschine oder Langdrehautomaten, ist eigentlich überall einsetzbar. Dann weiter, und wie sieht das vom Halter her aus? Wie würde man das äh, spannen? Also wie man das jetzt ja auch hier auf dem Video, vielleicht komme ich da nochmal zurück, ähm, sehen konnte, ist es eigentlich äh, ganz normal, wie man eigentlich einen Scheibenfräser, ähm, ich lasse es nochmal laufen. Oh, Entschuldigung, vielleicht muss ich da Play drücken. So, also wenn man hier guckt, kann man natürlich, äh, gibt es verschiedene Varianten, aber eigentlich ist es genau klassisch wie man einen ähm, äh, Scheibenfräser spannen würde. Also man hat zum Beispiel eine HSK 63 Aufnahme, sage ich jetzt einmal, mit einem Dorn, äh, mit einer Mutter. Wichtig ist aber da, egal was sie verwenden, wirklich den Planlauf und den Rundlauf zu überprüfen wenn sie das äh, von ihrer spanntechnik nicht sicher sind dann können sie sich auch an uns wenden wir würden dann auch einen messbund äh, an dem äh, werkzeug anbringen wobei sie dann ihren taster äh, oder ähnliches anbringen könnten um das dann auszumessen. Das äh, fällt mir gleich ein. Eigentlich wäre es auch denkbar, dass wir diese Werkzeuge vielleicht mal auf Schaft machen, wie unsere Abwälzfräser auf Schaft, damit sie das dann klassisch in einer ähm, ja, äh, Spannzange. Hier sieht man es doch, so, mein Kollege hat mich da gut äh, draufgebracht, hier sieht man es auf diesen be beiden Bildern, wie die Fräser hier gespannt wurden. Also man sieht hier ein Teilapparat und hier unten klassisch in einer Spindel mit einer HSK-Aufnahme. Ah, kann ich zoomen? Uh. Also Sie sehen, äh, die Technologie <laughs> ähm, äh, spielt da gut mit. Äh, das wäre dann auf der Turnus äh, äh, Swiss Nano 7 gewesen. So hat es der Aufbau ausgesehen. Und hier auf der Bumotech S191 und ich glaube, größer geht es nicht. So, dann haben wir noch weitere Fragen. Hallo Erhakiol, wie sieht es aus, wenn man äh, Knochengewinde Länge 70 mm, zinnerisch wie, äh, wie breit wird das Werkzeug. Also wie gesagt, normalerweise ist es äh, so, dass wir für ähm, solche Gewinde halt in einer Einstichoperation, weil wir ja das Gegenstück machen. Es kommt aber auf jeden, auf jeden Fall darauf an. Also wenn die Steigung jetzt nicht variabler ist, dann kann man natürlich mit dem äh, Polygonierfräser auch eintauchen und danach verfahren. Das hatte ich im letzten Webinar noch vorgestellt. Also wenn Sie da natürlich äh, weitere Informationen benötigen, Ungenier kommen. Also zurück zur Antwort kurz rein theoretisch machbar ja aber ähm, wie gesagt äh, sie sind irgendwann limitiert auf der Maschine von der Breite des Fräsers oder man müsste halt einen Verfahren also das heißt eintauchen und dann sich versch äh, verschieben um die Länge 70 mm äh, zu erreichen dann seid ihr in der Zahnform eingeschränkt also wie gesagt, es gibt sicher irgendwo eine Limite. Aber wie man hier das jetzt gesehen hat, haben wir bis jetzt noch keine Limite gefunden. Also äh, die Zahnform, sage ich jetzt einmal, wenn wir ein sauberes DXF haben, dann spielt es keine Rolle. Eigentlich nein, keine Limite. Ähm, ich will es nicht garantieren, aber bis jetzt haben wir noch keine Limite hierfür gefunden. Oder könnt ihr mehr oder weniger jede beliebige Form schleifen? Eigentlich schon. Eben Wie gesagt, wenn wir das DXF haben, machen wir einfach das Gegenstück und versuchen das in einer Einstechoperation. Nachteil auch, eben es gibt sehr lange, zum Beispiel Knochenschaben, wie erwähnt 70 mm. Dann wird es schwierig, so einen breiten Fräser dann auf einer klassischen Drehmaschine, Langdrehautomaten einzuspannen. Einfach vom Platz her. Es würde wahrscheinlich schon funktionieren. Jedoch Möchten wir da eine andere Lösung dann vorschlagen und das könnte man sich vorstellen, dass man die Limite erreicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch mit solchen Polygonierwerkzeugen kann man einstechen und dann sich äh, in der Achse verschieben, um dann die Längen des Gewindes zu erreichen. Jedoch hat man da eine Limite des Profils, wenn zum Beispiel eine variable Steigung vor, äh, vorliegt. So, dann äh, also sehr interessant, danke vielmals für all diese Fragen. Wären die Werkzeuge nachschleifbar? Ja, also äh, wie gesagt, man sieht es eigentlich hier gut. Kann ich es äh, gut äh, vergrößern? Vielleicht nehmen wir den, äh, den äh, mit weniger Zähnen, damit man das richtig sieht. Entschuldigung. So, also wenn man hier sieht, oder man würde dann wieder äh, klassisch wie bei einem Abwälzfräser hier auf äh, der Zahnflanke äh, dies nachschärfen. Und somit ist es ohne weiteres nachschärfbar. Also, auch ähm, der Einsatz dieses Werkzeuges ist, ist äh, eigentlich sehr, sehr, sehr ähm, gut, sage ich jetzt einmal. Hohe Standzeiten und nachschleifbar. Dann ähm, ja, sehe ich äh, Preis. <laughs> Natürlich, gute Frage. Äh, Sie sehen, ich komme mehr aus der Technik als aus dem Verkauf. Aber äh, wenn ich mich nicht täusche, ich will Ihnen nicht sagen, uff, liegen wir schon zwischen. Sage ich jetzt mal 700, 800 Franken, aber da noch mehr, sagt mein Kollege. Also, dann rechnen Sie mit ungefähr 1000 Franken. Aber wenn Sie dann eine noch höher, dann <laughs> 1200 bis 1500, eben wie gesagt, ich müsste das auch noch abklären, äh, habe ich jetzt nicht vorbereitet, tut mir wirklich leid, aber da kann ich Ihnen gerne eine Offerte erstellen lassen, wenn Sie möchten. Auf jeden Fall lohnt es sich auch, dieses Geld äh, zu investieren, sage ich jetzt einmal, weil wie gesagt, Sie haben wirklich deutliche Vorteile, schnelle Produktionszeit, immer, also die Wiederholbarkeit dieses Prozesses ist einfach äh, wirklich zu fast hundertprozentig gegeben und sie können das nachschleifen und haben eine hohe Standzeit inklusive Beschichtung könnte man sich auch noch vorstellen. So, ähm, ja, ist weniger als 10 Sekunden bis jetzt, ist eigentlich jedes Gewinde mit diesem Verfahren hergestellt worden. So, dann äh, tut mir leid, dass ich die letzte Frage bezüglich Preis nicht beantworten konnte, äh, aber da werde ich mich sonst informieren oder Sie können auch eine Offertenanfrage für ihre Anwendung dann äh, bei Louis Belle platzieren. So, dann äh, würde ich sagen, zeige ich Ihnen noch einmal meine Kontaktdaten, da es noch einige Fragen hatte, falls Sie äh, eine persönliche Beratung oder gleich einen Fall Hätten oder noch weitere Fragen hätten, die Sie hier nicht stellen möchten, können Sie sich direkt äh, über meine E-Mail-Adresse oder über mein direktes Mobiltelefon äh, kontaktieren. Dann äh, kommen wir zum Schluss dieses Webinars. Ich hoffe, es hat Ihnen ähm, ja, äh, gefallen und äh, es war einigermaßen interessant für Sie. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und gute Bearbeitung. Auf Wiedersehen.